Geowatz ist ein Pokémon mit den Typen Gestein und Boden und existiert seit der ersten Spielgeneration. Seit der siebten Spielgeneration besitzt es eine Regionalform namens Alola Geowatz, in der es die Typen Gestein und Elektro annimmt. Geowatz ist ein mittelgroßes, massiges Pokémon, dessen Farbgebung sich in Bezug auf seine Panzerung und seine Gliedmaßen unterscheidet. Sein massiver Steinpanzer ist dunkelgrau mit einer leicht grünlichen Note. Die Arme, die Beine und der Kopf sind dagegen hellbraun. Der gepanzerte Torso hat die Form einer Kugel und ist komplett mit sternen Platten bedeckt. Diese sind unterschiedlich groß und mehreckig. Und der Kopf des Gestein-Boden-Pokémon erinnert an den eines Reptils. Er hat eine etwas längere gezogene Schnauze und der Mund ist relativ breit. Zwei Eckzähne sind am Unterkiefer zu sehen und die länglichen Augen bestehen aus einer weißen Lederhaut, einer roten Iris und einer kleinen, schmalen und schwarzen Pupille. Auf gleicher Höhe am Körper sind rechts und links die Arme zu erkennen. Diese sind kurz und die Hände haben drei Finger mit je einer weißen Spitzenkralle. Geowatz steht auf zwei sehr kräftigen Beinen, vorne an den Füßen ist das Pokémon mit vier spitzen Krallen ausgestattet und an der Ferse erkennt man eine weitere Kralle. Die in Alola lebenden Geowatz unterscheiden sich in einigen Punkten von der Normalform. Oben am Körper besitzt es nun drei steinerne schwarze Felsstrukturen, zwei gabelförmige große Felsen rechts und links und einen kleineren runden mittig, sodass es nicht mehr wie das reguläre Geowatz in der Lage ist, durch das Einziehen von Kopf und Extremitäten zu rollen. Diese Auswüchse sind so konstruiert, dass Alola Geowatz diese als Kanone für Steine nutzen kann. Jeweils auf der Innenseite der dreieckigen gabelförmigen Strukturen sind drei in einer Reihe abwärts liegende goldene kristalline Segmente zu sehen. Und statt Armen hat Geowatz, also das Alola Geowatz, nur noch zwei kurze Hände zur Verfügung und an ihnen haben hier eine große und eine kleine Kralle ihren Platz gefunden. An den Füßen sind ebenfalls nur noch zwei Krallen, genau wie an den Händen eine große und eine kleine. Der Kopf wirkt nicht mehr ganz so länglich und das Gestein Elektro-Pokémon besitzt außerdem steinerne Augenbrauen sowie einen steinernen Schnurrbart und einen steinernen Vollbart, der auch in eine Art Brusthaar übergeht. Alle drei Körpermerkmale sind dabei schwarzer Farbe. Das normale Shiny Geowatz ist hellbraun gefärbt. Bei der Alola-Form bleiben die schwarzen Körperregionen schwarz, alle anderen werden orange-braun. Geowatz erlernt per Levelaufstieg fast ausschließlich physische Angriffe der Typen Gestein und Boden. Auffällig ist auch, dass es beide selbstzerstörenden Attacken, Finale und Explosion, per Levelaufstieg erlernt. Ansonsten lernt es zwar Statusattacken, aber keine spezieller Natur. Spezielle Angriffe wie Kanon, Hyperstrahl oder Flammwurf kann es nur mittels TM erlernen. Und diese Option beschränkt sich allerdings nur auf sehr wenige TMs. Und Geowatz' besondere Körperform erlaubt dem Pokémon außerdem den Einsatz von Attacken wie Walzer oder Steinpolitur. Zu beachten ist aber, dass Alola Geowatz nur Walzer von seinen Vorentwicklungen übernehmen kann und von selber aufgrund seiner Statur diese Attacke nicht mehr erlernt. Geowatz kann außerdem mit seinen starken Armen oder seiner Steinschleuder Steine aus der Umgebung werfen, was sich in den Attacken Steinwurf und Felswurf manifestiert. Außerdem ist es dazu in der Lage, den Boden aufzuspalten, was es bei den Attacken Intensität, Dampfwalze sowie Erdbeben zeigt. Somit liegt der Schwerpunkt von Geowatz Move Pool hauptsächlich auf offensiven physischen Attacken. Alola Geowatz Move Pool variiert etwa zu einer regulären Form, so erlernt es typbedingt außer Erdbeben und Dampfwalze keine weiteren Bodenattacken mehr, diese beiden auch nur per TM. Auch als seine Regionalform typbedingt ebenfalls eine größere Auswahl an speziellen Attacken wie beispielsweise Donnerblitz, Donner oder Voltwechsel. Im Gegensatz zu seiner Vorentwicklung erlernen die Geowatz beider Formen die Attacke Rambos, die deren inneres Gewicht ausnutzt. Oder deren immenses Gewicht
und Geowatz sowie seine Regionalform haben beide Zugriff auf die Fähigkeit Robustheit. K.O.-Attacken sind damit gegen das Pokémon wirkungslos. Ab der 5. Spielgeneration lässt diese Fähigkeit dem Pokémon außerdem 1 KP übrig, wenn es bei vollen KP von einer Attacke getroffen wird, die es sonst besiegen würde. Reguläre Geowatz können ebenfalls die Fähigkeit Steinhaupt haben. Hier wird der Schaden durch Rückstoßattacken wie beispielsweise von Risikotackle, den es per Levelaufstieg erlernt, verhindert. Alola Geowatz besitzt stattdessen die Fähigkeit Magnetfälle, bei der Stahl-Pokémon vor dem Licht nicht flüchten, beziehungsweise ausgetauscht werden können. Und ebenfalls unterscheiden sich die versteckten Fähigkeiten beider Formen. So weisen reguläre Exemplare den Sandschleier auf, mit dem sie ihren Fluchtwert im Sandsturm erhöhen, während Alola-Exemplare Elektrohaut besitzen. Die Fähigkeit Elektrohaut wandelt alle Normalattacken in Elektroattacken um. Und weiterhin werden derart umgewandelte Attacken um 20% verstärkt. Geowatz können in freier Wildbahn nur recht selten beobachtet werden. Wildlebende Exemplare halten sich vorzugsweise an felsigen Orten wie beispielsweise Gebirgen oder Höhlen auf. Und dieses Pokémon ist recht anspruchslos an seinen Lebensraum und den bisher allen bekannten Regionen heimisch. Am liebsten halten sie sich aber auf Vulkankratern, auf Berggipfeln auf und rollen den Großteil des Tages Gebirgspfade hinab. Wenn Geowatz Berge hinunterrollen, ziehen diese Pokémon Kopf, Arme und Beine ein und hinterlassen aufgrund ihres Gewichtes von weit über 300 Kilogramm Spurrillen. Dabei erzeugen sie manchmal sogar Erdbeben, sodass das Krachen seiner Talfahrt bis weithin vernehmbar ist. Es ist außerdem extrem gefährlich, diese Rillen zu kreuzen, da Geowatz diese Spuren mehrmals täglich benutzt und so die Gefahr für Leib und Leben besteht. Damit es nicht in die Häuser der Menschen hineinrollt, wurden extra Gräben so an den Bergen angelegt, dass der Weg dieses Pokémon umgeleitet wird. Rollt dieses Pokémon erst einmal im vollen Schwung los, kann es kaum noch gebremst werden und zermalmt alles, was ihnen in die Quere kommt. Der steinharte Körper dieses Pokémon ist dabei unglaublich schwer und hart, sodass es sogar eine Dynamitexplosion unbeschadet übersteht. Es kann sich dabei sogar selbst in die Luft sprengen. Es setzt diese Explosion als ein Transportmittel ein, um von Berg zu Berg zu springen. Während seines Wachstums hautet es sich einmal im Jahr. Die abgestreifte Haut wird dabei sofort hart und bröckelt ab. Dies wird oft von Bauern eingesammelt, da sie sich ausgezeichnet als Dünger verwenden lässt. Bei der Entwicklung Georox zu Geowatz verfärbt sich seine Haut an der Luft zunächst weiß und verhärtet sich dann schließlich zu dem sehr harten Panzer. Geowatz verabscheuen generell Feuchtigkeit und Regen und wie seine Vorentwicklung auch, ernährt es sich ebenfalls von Gestein. Geowatz Regionalform in Alola hat durch seine kolossale Gesteinsschleuder auf dem Rücken die Fähigkeit zu rollen eingebüßt. Mit ihr feuert es elektrisch geladene Felsen ab. Selbst eine Schramme genügt, um seine Gegner damit bewusstlos zu machen. Diese Elektrizität erzeugt es unter anderem durch die Teilchenabsonderung in seiner Schleuder, die durch seine häufigen Dravitenverzehr entstehen. Ja, eben durch seine Ernährung der Gesteine. Das heißt, wenn es keine Felsen mehr zur Hand hat, fängt es manchmal Kleinsteine in seiner Nähe, die es an seinen Rücken heftet und schließlich genauso abfeuert. Sein Steinkörper ist außerdem von einem starken Magnetismus erfüllt. An den Stellen, wo dieser besonders stark wirkt, heften sich Schichten von Eisensand an. Ja, Typ Schwächen verändern sich nicht aufgrund dessen, dass seine Typen bei der Normalform so wie bei der Regionalform sich über die Entwicklungen hin nicht verändern. Somit können wir sagen, die Normalform mit den Typen Boden und Gestein ist immun gegen Elektroattacken, nimmt Viertelschaden gegen Giftattacken, halben Schaden gegen Normal-, Feuer-, Flug- und Gesteinattacken, doppelten Schaden gegen Eis-, Kampf-, Boden- und Stahlattacken und vierfachen Schaden gegen Pflanzen- und Wasserattacken.
wird die Gesteinsattacke durch Elektro ersetzt. Haben wir bei der Alola-Form dementsprechend dann keine Immunität mehr, ein Viertel Schaden gegen Flugattacken, halben Schaden gegen Normal-, Feuer-, Elektro- und Giftattacken, doppelten Schaden gegen Pflanze-, Wasser-, Kampfattacken und vierfachen Schaden gegen Bodenattacken.